Willkommen zum zweiten schwäbisch-badischen Duell vom Wochenende in der Paul-Horn-Arena. Nach der Niederlage der Tigers gegen Heidelberg hoffen die Fans des TV Rottenburg einen Tag später auf einen Sieg gegen die Volleyball-Bisons Bühl. Die hatten 4 Punkte im Gepäck, also einen Zähler mehr als der TVR, und wurden unterstützt von vielen Fans. Insgesamt kamen 1.900 Zuschauer zum Landesderby. Die Partie wurde zum Charity Day für den Förderverein krebskranker Kinder Tübingen ausgerufen. Es gab Infos und Spendenaktionen. Bei den Gästen standen 2 ehemalige Rottenburger in der Startformation. Die beiden Außenangreifer Felix Ortmann mit der 12 und Tim Stör mit der 2, der allerdings für den verletzten Thomas Ruiz auf der Libero-Position agierte. Das Team von Coach Ruben Bolochin, auch schon lange im Amt, feierte 2 Siege bis dato, jeweils mit 3:2 gegen Hersching und beim VCO Berlin. Der TVR musste zuletzt ja 2-mal in Folge auswärts ran, beim frisch gebackenen Pokalfinalisten in Lüneburg und beim Halbfinalisten in Düren hatte man jeweils in 3 Sätzen das Nachsehen. Meine Erwartungshaltung gegen einen Gegner auf Augenhöhe ist nicht anders als in einem anderen Spiel. Wir wollen das zeigen, was wir können, wenn es gilt. Es geht um unser Spiel, nicht um Bühl, stellte Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger im Vorfeld klar. Kollege Micha Grimm, eigentlich ja im verdienten Ruhestand mit seiner TVR-Saisonpremiere. Los geht's, erster Aufschlag durch Kapitän Idi. Und der erste Punkt geht an die Bisons. Felix Ortmann schießt den Block an. In der Saison 2015-2016 spielte er in Rottenburg. Es folgten 2 weitere Punkte der Gäste und dann war es Tim Grosser, der für den ersten Rottenburger Punkt sorgte. Er plagte sich ja zuletzt mit Rückenbeschwerden herum. Da haben wir Janis Haupt und dann wurd's wild. Die Bühler Abwehr mit Hilfe fast aller Körperteile, Brust, Hand, Fuß, alles war dabei und sie wurden für ihren Einsatz belohnt. Ja, es wurde von Beginn an um jeden Ball gefightet, viele längere Ballwechsel, allerdings wirkten die Gäste insgesamt etwas stabiler. Hier aber knallt Routinier Idi die Kugel aufs Parkett. Allerdings vergaben die Hausherren auch einige Aufschläge und wirkten in der Abwehr und im Blockspiel nicht immer souverän. Ja, und deshalb lagen die Jungs in Grün auch weiterhin 4, maximal 5 Punkte vorne. Tim Grosser bringt seine Farben auf 3 Punkte ran, 17:20. Das schmeckte Bolochin, sonst eigentlich meist mit einem verschmitzten Grinsen unterwegs, jetzt weniger. Seine Jungs hörten aber genau zu, es blieb zwar eng, aber der TVR kam nicht näher ran, auch weil die Bühler viele Bälle gut verteidigten und vorne immer wieder eine Lücke fanden. Hier Lima prima. Beim Stand von 20:24 dann Satzbälle für die Bisons. 2 konnten die Bischofstädter noch abwehren, doch dann geriet der Aufschlag des kurz zuvor eingewechselten Matthäus Jurkovic zu lang und damit ging der erste Durchgang am Ende verdient mit 25:22 an Bühl. Im zweiten Satz erwischten die Gastgeber dann aber einen richtig guten Start und lagen schnell mit 6:2 vorne. Blockbildung, Idi und Fred Nagel. So, jetzt anschnallen für eine Rallye. Mario Schmidtgall beim Aufschlag. Ja, und exakt 30 Sekunden später Jubel in Rot-Schwarz. Grosser hält den Ball im Spiel und dann Achtung, hier kommt Alex. Alex Duncan Thibault mit viel Gefühl. Ja, da fliegen die Bisons vergeblich. Okay.
16:11 führte man nach der zweiten technischen Auszeit. Penning steht goldrichtig der TVR auf Kurssatzausgleich. Ja, doch dann schlichen sich wieder Fehler ein und so machten die Gäste 5 Punkte in Folge und der schöne Vorsprung war dahin. Anton Quaferena sorgte kurz danach sogar für die erste Bühler-Führung im zweiten Satz. Es wurde mega spannend. Jan Röhling kam für Haupt auf der Zuspielerposition und stellt hier für Team Grosser 20 beide. Und es kam noch besser. Cooles Ding von Penning, kurz danach 24:22, 2 Satzbälle. Ja, doch beide werten die Bisons ab und nicht nur das. Hans inzwischen ordentlich am Schimpfen, Timon Schippmann kann ihn gerade so beruhigen. Weiter geht's, 24:24, Aufschlag Lima. Ja, und wieder nach 30 Sekunden fällt der Ball, dieses Mal allerdings ins Rottenburger Feld. Wieder mal ein starker Block, Satzball Bühl. Crunch Time. Penning wieder abgeblockt, gibt's ja nicht. Der Satz geht also mit 26:24 an die Gäste. Oh je, einmal durchpusten und während Müller-Angstenberger noch einen kurzen Plausch hält, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Stadtwerke Rottenburg am Neckar. Bürgernah, verantwortungsbewusst, innovativ. Wir bieten 100% Ökostrom und Erdgas für Rottenburg und die Region. Außerdem engagieren wir uns für kulturelle, soziale und auch sportliche Bereiche wie den TV Rottenburg. Ihre Stadtwerke Rottenburg am Neckar. Wir sind zurück, prima Stimmung natürlich im Bühler Block. Logo im dritten Satz, beide Teams weiter auf Augenhöhe. Felix Ortmann mit dem Punkt an alter Wirkungsstätte. Der emotionale Leader im TVR-Dress, Fred Nagel, animiert nochmal die Fans, also auch auswärts alles Facher Gunther, der feierte am Samstag übrigens Geburtstag, Glückwunsch nachträglich auch von uns. Aufschlag Lima, am Ende bester Bühler Punktesammler, klasse Block von Jan Röhling mit der 10. Wir machen einen Sprung, es entwickelte sich wieder ein echter Krimi. Tim Grosser, bester Rottenburger Scorer. 20:22 lagen Grosser und Co. hinten, aber sie kämpften sich wieder ran. Dennoch wenig später erster Matchball für die Bisons. Abgewehrt durch Tim Grosser. Wieder großer Satzball Rottenburg, jawohl, doch den werten wiederum die Gäste ab. Und dann auch diesen Angriff, wieder mal eine starke Blockabwehr der Bisons, ergo 25:26, zweiter Matchball Bühl. Aufschlag Felix Ortmann, die Feldabwehr von Elsässer gerät einen Tick zu lang, Jacob Arnitz macht sich lang, streckt sich und macht den Deckel drauf. Die Volleyball-Bisons Bühl gewinnen also in 3 engen Sätzen und zeigten sich vor allem in der Crunch-Time abgeklärt her. Die ersten Stimmen gab es ja schon am Sonntag. Weitere Reaktionen gibt's jetzt. Eine Crunch-Time ist immer wichtig. Ich kann nicht für alle anderen sprechen, ich kann nur für mich selber sprechen. Ich liebe die Situation eigentlich. Eigentlich ist es genau dafür, macht man ja den Sport, dass in die knappe Entscheidung sozusagen dann als Sieger vom Feld geht. Aber wir haben offensichtlich es ja nicht geschafft, den Satz zuzumachen. Also müssen wir sicherlich daran arbeiten und das im Training irgendwie forcieren, dass wir da Lösungen finden. Gefühlt war jetzt bei jedem Satz in der Crunch-Time, dass ihr da relativ cool geblieben seid. Ja, das trainiert man natürlich auch viel. Aber ich denke, dass wir im Training uns auch eine gewisse
Selbstverständlichkeit, sag ich mal, in solchen Sachen erarbeiten und genau wissen, was wir wann machen können, was nicht. Du kennst ja die Atmosphäre, ihr habt richtig viele Fans dabei gehabt, war eine tolle Stimmung nochmal hier kurz vorm Fest. Ja, ich spiele immer wieder gerne hier, ich finde es unfassbar, wie viele Leute hier jedes Mal in die Halle kommen und es macht unfassbar Spaß hier zu spielen, egal ob mit oder gegen die Fans. Ja, das ist schwierig, wir sind lauter junge Spieler und ich meine, Bühl hat heute super geblockt, muss man echt sagen, Hut ab dafür. Und ja, mein Gott, das passiert. Ja, man merkt ja schon ein bisschen, dass wir alle da, ja, mich inklusive, am Ende des Satzes dann, oder auch die Frage mit dem Schiedsgericht, das ist natürlich Quatsch. Also, das Spiel verlieren wir und nicht das Schiedsgericht. Da waren ein paar enge Entscheidungen dabei. Da ist man zwei, dreimal unzufrieden. Aber das war überhaupt nicht spielentscheidend. Am Samstag geht es zum Aufsteiger und Schlusslicht Gießen. Und am 29. Dezember kommt der amtierende deutsche Meister Berlin. Und mehr zum TVR gibt es noch in dieser Woche.